ich muss das sagen, wir DDR-Bürger, wir sind den Wessis einfach einen Riesenschritt voraus. Das muss man einfach, auch wenn es schmerzt, ich muss das einfach sagen. Verstehen Sie, noch nie war eine gute DDR-Erziehung so wertvoll wie heute. Wir haben es noch gelernt, wie wichtig es ist, dass man keine blöden Fragen stellt. Auch wenn rechts und links alles im Bach runtergeht. Mensch, ich weiß noch die letzten Worte von Erich Honecker. Wir schaffen das. Wir hatten damals so vieles von dem, was ich hier bei Ihnen ganz viele ganz doll wünschen. Mietendeckel hatten wir schon. Was ist das? Mein Vermieter hieß Erich Honecker, hat zum Festpreis vermietet. Ich weiß noch, wie ich die Kohleeimer, nicht aus Spaß, jeden Tag aus dem Keller die halb verfaulte Treppe bis in den 5. Stock für den Badeofen hochgeschleppt habe. Dann ging das Licht im Treppenhaus kaputt, das blieb über Monate so. Der Putz ist gerieselt, das Geländer hat gewackelt, schlimm. Aber ich habe mich auf jeder einzelnen Stufe über den Mietendeckel gefreut. Oder wenn ich auf dem Etagenplumpsklo gesessen bin mit dem Regenschirm, weil es oben reingeregnet hat. Das war naturnahes Wohnen. Bedingungsloses Grundeinkommen höre ich heute immer wieder. Das wollen ganz viele. Das hatten wir schon. Da hast du für Arbeit, die du nicht gemacht hast, Geld bekommen, mit dem du dir das kaufen konntest. Ich weiß, wie schön das ist, wenn man das Nichts gerecht auf alle verteilt. Verstehen Sie, bei uns ging nicht die Schere immer auseinander. Heute hörst du immer die Leute sagen, die Schere geht auseinander. Die Schere geht auseinander. Wir hatten ja gar keine Schere. Und in einem sozialistischen System gehen die Menschen auch anders miteinander um. Das ist einfach so. Wir waren solidarischer, wir waren menschlicher, wir haben alle ein bisschen aufeinander aufgepasst. Ja? Wir hatten sogar ein ganzes Ministerium fürs Aufeinanderaufpassen. Die Stasi kannte dich doch damals fast so gut, wie Amazon dich heute kennt, wenn du eine Alexa hast. Und noch eins, im Sozialismus, da wird die Natur auch nicht so zerstört, die Umwelt, wie hier im Kapitalismus. Im Gegenteil, die wurde sogar verschönert. Wir hatten damals im Chemiekombinat Bitterfeld einen See. Der hat nachts in den schönsten Regenbogenfarben geschimmert. Da ist ein geheimnisvoller grüner Nebel aufgestiegen. Wenn du nur dran geschnuppert hast, da warst du schon heil. Ach, es war schön. War eine schöne Zeit eigentlich. War schön. Doch, es war schon schön, ja. Natürlich war die Wende auch toll. Reisefreiheit, kannst du durch die Welt fliegen plötzlich. Hab ja nicht geahnt, dass ich das jetzt auch schon bald wieder nicht mehr darf. Ja. Freie Rede, wie toll war das? Haben viele bis heute nicht kapiert, wie die funktioniert. Ich sage mal, freie Rede heißt, du darfst jederzeit und überall das Richtige sagen. Ja. Mist ist natürlich, wenn du das Falsche sagst, dann stiftest du Unfrieden. Ja? Ich sage meinen Verwandten im Osten immer, sage ich, Kinder, die freie Rede ist wie eine Gummipuppe. Wenn du sie zu doll benutzt, machst du sie kaputt. Ja? Natürlich kann ich verstehen, dass hier die westdeutschen Linken, dass das für die furchtbar war. Ein Schock, dass wir Ossis so versagt haben, die Mauer einzustürzen. Schlimm, viele leiden für Oskar Lafontaine, der hat jahrelang gelitten. Ja? Der musste in Behandlung sogar deshalb. Bei ihm wurde es erst besser, als er seine Mitpatientin geheiratet hat. Ja, die Sarah Wagenknecht, weltweit beste Wachsfigur von Rosa Luxemburg. Aber die Ehe hält, oder? Die Ehe hält. Was Marx und Lenin zusammengeführt haben, das soll der Mensch nicht trennen. Natürlich ist sie umstritten, klar, haben wir doch gehört, ja, und och, das ist eine Querdenkerin und Impfgegnerin war sie auch und jetzt mit der Schwarze zusammen und och, furchtbar, die ist so bei Sandchen so verhasst, ich kann das auch verstehen, die guckt auch immer so streng. Stell mir dann immer vor, wie sie den Lafontaine abends ans Bett fesselt, wow, nicht schön, nicht schön, gar nicht schön. Aber über die Linkspartei, was ist denn eigentlich mit der Linkspartei? Warum sammeln die nicht mehr Stimmen auf? Die sind für Gerechtigkeit und alles Gute. Die müssten doch denen die Bude einrennen. Ja, Frau Büssler, ja, weil wir uns immer um uns selbst beschäftigt haben, mit unserem Problem. Wir drehen uns nur um uns selber. Ja, mein Reden. Wenn man sich immer nur um sich selber dreht, dann muss man sich nicht wundern, wenn man irgendwann die anderen ankotzt. Ja, aber...